Die EU definiert sich selbst als supranational. Jetzt kann man fragen, wenn es denn schon eine supranationale Organisation sei, dann braucht sie ja doch immer noch die Nationen, um bestehen zu können. Oder will die EU die Nationen auflösen? Die EU will klipp und klar die Nationalstaaten auflösen. Das ist, die Nationalstaaten sollen auf die Ebene von Bundesländern heruntergedrückt werden. Und am liebsten wäre ihnen eine weitere Regionalisierung Europas, weil sie dann ihre Macht uneingeschränkt ausüben kann. Die ganzen Apologeten und Oberpriester dieses Europäismus wissen ja eines ganz genau. Sie haben vielleicht sogar ein Staatsgebiet mit der Europäischen Union. Sie werden vielleicht sogar staatliche Institutionen haben, das heißt also Staatsgewalt haben. Aber eines werden sie nie haben, ein Staatsvolk, und das werden sie in 100 Jahren nicht haben. Ein gemeinsames Staatsvolk, und das ist immerhin das dritte Substrat, das ein Staat braucht, um überhaupt Staat werden zu können. Und um das zu unterlaufen, versuchen sie nun die nationalstaatliche Ebene zu unterlaufen, versuchen das Ganze zu regionalisieren und damit auch zu marginalisieren. Und damit könnte man so quasi die Tatsache, dass man kein Staatsvolk hat, unterlaufen, indem man sagt, man hat zwar kein Staatsvolk, aber wir haben nur mal kleine regionale Gruppierungen, die wir leicht beherrschen können. Schaut man sich die Tagesordnung der letzten Plenarsitzung des Parlaments vor den Wahlen an, dann fällt auf, unglaublich viele Abstimmungen und Dossiers, die noch verabschiedet werden, wenig Diskussion dazu, aber stattdessen eine lange Debatte über 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Wo ist da der legislative Bezug? Ist eh keiner da. Aber auf der anderen Seite bin ich dankbar gewesen für diese Debatte, weil sie die Parallelen aufgezeigt hat. Das war auch unfreiwillig. Es sind die Parallelen, die zwischen dem Vorabend des Ersten Weltkrieges im Jahre 1913, 1914 und der jetzigen Situation bestehen. Diese Parallelen sind fast nicht mehr zu übersehen. Das heißt also, wir sind wirklich in einer ähnlichen Situation, insbesondere im Zusammenhang mit der Ukraine-Frage, wo sich ganz gezielt, insbesondere auf amerikanischen Druck hin, die Dinge hochschaukeln, man unzulässigerweise in einem Land wie der Ukraine Einfluss nimmt und versucht dort mit einer entsprechenden Politik gegen Russland die internationale Öffentlichkeit gegen Russland aufzubringen und in eine Konfliktlage hineinzusteuern. Dann haben wir immer noch ungelöste Konflikte in Afrika, im Nahen Osten, im Mittleren Osten. Das heißt, wir haben eine unglaublich gefährliche Situation. Die NATO versucht, sich immer stärker in den Osten, in die Nähe Russlands heranzuschieben, sodass also das Angebot des Herrn Rasmussen, den Ukrainern und den Georgiern den NATO-Beitritt zu ermöglichen, das sind alles unglaubliche Provokationen. Unter Missachtung der berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands, sodass also die Hochschaukelungsstrategie derzeit nicht mehr zu übersehen ist. Und die ist parallel durchaus am Vorabend des Ersten Weltkrieges zu finden. Wenn man sich das historisch genau untersucht, gab es überhaupt keinen wirklichen Grund für einen Krieg, sondern es war reine Hochschaukelungsstrategie der damaligen Mächte. Das ist ähnlich wie heute. Es gibt schon die ersten Toten in der Ostukraine. Ja, leider, die ja. NATO möchte jetzt immer weiter dort stationieren. Sogar die Sozialisten haben jetzt gesagt im EU-Parlament, da müssen wir aufpassen, nicht zu viel NATO. Das sind ja die größten Schmauswaberl. Die haben nicht erkannt, dass es in Wirklichkeit ja um NATO-Macht geht. Jetzt kommen es langsam drauf, dass dieser ganze Maidan-Zirkus in Wirklichkeit nichts anderes war, als dort eine Marionettenregierung mit diesen Putschisten zu installieren, um NATO-Einfluss in der Ukraine, das heißt im unmittelbaren Vorfeld der Russen, zu etablieren. Das haben sie jetzt später aber doch erkannt. Ja? Manche Fraktionen brauchen eben länger, bis sie ihre eigene Propaganda als falsch erkennen. Tatsache ist, dass die Amerikaner eine eindeutige russophobe Politik und Stimmung erzeugt haben, dass sich die Frau Merkel eindeutig vor den Karren der amerikanischen Politik hat spannen lassen, dass man in Kiew eine Putschistenregierung an die Macht geputscht hat mit Kriminellen, zum Teil mit Neonazis, die dort ganz offen sogar zur Vernichtung der Russensäue, Judenschweine und der Deutschen aufgerufen haben. Das ist unfassbar. Das sind aber jetzt die Partner der Europäischen Union von der Partei Svoboda. Das heißt, dort hat man eine Situation erzeugt, die jetzt dazu führt, dass die Einheit der Ukraine gar nicht mehr zu erhalten ist. Der Staat zerfällt schlicht und einfach.
Und das ist nicht mehr aufzuhalten. Dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Ganze Teile dieses ehemaligen ukrainischen Staates, ich möchte nicht einmal mehr von einem echten Staatsgebilde reden, die wollen schlicht und einfach weg aus diesem Staat. Der Osten der Ukraine wird mit absoluter Sicherheit den Staatsverband verlassen, so wie die Krim ihn verlassen hat. Da war ich selber Zeuge der Stimmung dort bei der Abstimmung beim Referendum. Die wollten nur noch weg aus diesem Staat. Das Gleiche gilt für die Region Transnistrien, die auch einfach nur noch weg wollen aus diesem ukrainischen Staat. Das heißt, es wird, wenn überhaupt, ein Rumpfgebilde überbleiben, aber ich glaube nicht, dass dieses Rumpfgebilde lebensfähig ist. Daher wird die Ukraine schlicht und einfach zerfallen. Frau Timoschenko befindet sich in Berlin in der Charité-Klinik. Ja, das sollte gleich bleiben. Sie sollte sich am besten gar nicht weiter in die ukrainische Innenpolitik einmischen. Sie sollte auch bei der Frau Merkel bleiben, die sich ja so sehr für sie und so rührend für sie eingesetzt hat. Die Frau Merkel kann dann Pflegerin der Frau Timoschenko spielen oder die Hausdame der Frau Timoschenko spielen. Das ist mir eigentlich alles ziemlich wurscht. Nur in der ukrainischen Politik soll sie sich nicht mehr betätigen. Denn wenn eine Politikerin, die Präsidentin werden möchte, sagt, sie würde dem Nachbarpräsidenten am liebsten eine Kugel mit der Kalaschnikow in den Kopf jagen, dann ist das eine Kriminelle, aber keine Präsidentin. Und daher soll sie am besten gleich in Deutschland bleiben. Deutsche wollten sie unbedingt haben, nun soll sie sie auch behalten. Jetzt wird umgekehrt behauptet, das Gerede über den Faschismus in der Ukraine seien Lügen, Putin-Propaganda. Also dann soll man mal bitte erklären, wie diese ganzen Rechtsextremisten, die sich jetzt zum Teil sogar selber umbringen, durch Attentate, wie diese Rechtsextremisten dann sonst an die Macht gekommen sind. Wie ist es möglich, dass wir mit einer Regierung ein Assoziierungsabkommen unterschreiben, in dem die Partei Svoboda sitzt, deren Parteichef, ich wiederhole es nochmal wörtlich, gesagt hat, dass er für die Ausgabe von Waffen an die Ukrainer ist, damit sie die Russensäue, die Judenschweine und die Deutschen und anderes Ungetier abknallen können. Also wenn das die Partner der Europäischen Union sind, dann frage ich mich, warum man uns dann im Jahre 2000 die drei Weisen aus dem Euroland geschickt hat, als wir eine Regierung in Österreich gebildet haben, die einfach der Union nicht gepasst hat. Wie passt das noch zusammen? Das heißt, die ganze Infamie der Handlungsweise gegenüber Österreich wird ja jetzt recht deutlich, wenn man das jetzt vergleicht, mit wem die Europäische Union auf einmal Partnerabkommen in Kiew schließt. Die Europäische Union lässt sich vor den Karren der Amerikaner spannen und diesbezüglich ist der österreichische Wähler auch getäuscht worden. Ich erinnere mich noch ganz genau und ich glaube, dass mancher der Zuschauer sich auch noch daran erinnern kann, dass man im Jahre 93 und 94 bei der Volksabstimmung, der Propagandaschlacht vor der Volksabstimmung des Jahres 94 über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, uns versprochen hat, dass die EU ein Gegengewicht zu den Amerikanern bilden wird. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind heute der verlängerte Arm der amerikanischen Politik und machen genau das, was die Amerikaner wollen. Das haben wir der Frau Merkel in Deutschland zu verdanken, das haben wir aber auch den Briten zu verdanken oder auch dem Herrn Hollande in Frankreich. Die machen genau das, was die Amerikaner wollen.